Hallo, mein Name ist Gemer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Football Manager 2017 im Let's Play. Yay, yay. Ja, was haben wir heute vor in dieser Folge? Größtenteils geht es darum, dass wir heute auf jeden Fall Freundschaftsspiele rausballern ohne Ende. Wir spielen gegen Hennef, gegen Wiel, gegen Euskirchner, TSC, gegen TuS Koblenz und so weiter und so fort. Also innerhalb einer Woche quasi mehrere Freundschaftsspiele, die wir alle absolvieren. Aber wir werden, und das werde ich jetzt auch kurz nochmal einstellen, wir werden das Spiel nicht leiten. Das heißt, wir werden einfach Manfred Schmid die Sachen übernehmen lassen und dann war es das auch. Ich muss nur kurz finden, wo das ist. Hier leitet die Spielvorbereitung. Ich glaube, das ist schon alles jetzt eingestellt, oder? Ich muss mal ganz kurz gucken. Kümmert sich um Ansprung, kümmert sich um Freundschaftsspieler. Ah, hier. Okay, dann machen wir Manfred Schmid. Und dann sollte es eingestellt sein, dass er dann halt die Freundschaftsspiele übernimmt. Ich will jetzt die Taktik und so weiter nicht mehr sehen. Ich will einfach nur, dass die Jungs sich ein bisschen vorbereiten auf die Spiele, auf die Saison. Und hoffentlich viele, viele Tore schießen, gute Spiele leisten. Und dann sind wir eigentlich durch mit der ganzen Geschichte. Ich werde mal ganz kurz noch Training machen. Ich werde die Spieltaktik trainieren. Ja, und ich übernehme das Training. Mach mal so. Damit ich auf jeden Fall voll auf das Training gehen. Allgemeines Training werde ich heute mal, weiß ich auch nicht, Teambuilding machen, denke ich. Braucht man Teambuilding überhaupt noch? Fördert also die Teamharmonie, die sie unter Vorstand für Vertrauen einsehen. Ich guck mal ganz kurz. Teamharmonie ist im Moment noch nicht so gut. Könnte auf jeden Fall noch besser werden, denke ich mal. Also werden wir das auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen trainieren. Teamharmonie, da werden sie wahrscheinlich so Fußball, Tennis und so weiter spielen, was witzig ist. Macht richtig Spaß. Und ich hoffe mal, dass sie sich dann irgendwie ein bisschen wohler fühlen und so weiter. Zusammen gut harmonieren. Das ist eigentlich so die Hauptsache von dem Punkt Teamharmonie, dass sie irgendwie gut zusammen funktionieren. Und ja, das wird da sich dann wahrscheinlich auch auf dem Platz dann irgendwie manifestieren. Naja, so. Was hätten wir jetzt? Zusammenfassung der Transfer- und Vertragsvorschläge. Kontrolle abtreten, dann machen wir das alles, alles gut. Wir werden größtenteils, wie gesagt, in dieser Folge ein bisschen rumklicken, ein bisschen rumspielen. Also nichts wirklich Sinnvolles machen. Eventuell werden wir Uffe Bech nochmal anfragen, sodass wir vielleicht einen Transfer auch in dieser Folge noch tätigen. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Wir haben, wie gesagt, wir haben 5 Millionen. Ich bin im Moment drauf und dran, einfach zu sagen, komm, wir sparen uns das. Wir sparen uns 5 Millionen und dann gucken wir im Winter, was es da wirklich noch zu verbessern gibt. Weil ich weiß zwar irgendwo die Planstellen, ich weiß, wo es vielleicht ein bisschen hapert, aber jetzt auf Teufel komm raus, noch eine Verpflichtung zu tätigen, das weiß ich nicht, ob das wirklich so Sinn macht. Aber wir werden einfach sehen. Wir werden auch erstmal das Freundschaftsspiel hier jetzt noch abwarten. Oh, ich habe mich schon fast erschrocken, dass wir gegen irgendwen verloren haben. Aber nein, wir haben gegen Hennef 3:0 gewonnen. Ist jetzt nicht so die beste Ausgangslage. Und ich sehe hier, Marco Höge hat sich verletzt für 2 bis 3 Wochen. Das geht noch. Also 2 bis 3 Wochen ist noch im Rahmen. Wenn er sich jetzt für 2, 3 Monate verletzt hätte, dann müssten wir auf jeden Fall nachlegen. Also, der Einzige, der wirklich interessant ist für unsere Position, die gesucht ist, hier ist Cheik Tioté. Also wir brauchen auf jeden Fall einen defensiven Mittelfeldspieler. Wenn, dann brauchen wir einen defensiven Mittelfeldspieler. Aber ob Cheik Tioté so die richtige Wahl ist, weiß ich auch nicht. 3 Millionen wäre er wert. Also für 3 Millionen könnten wir ihn kriegen. Hat eigentlich ganz ordentliche Werte. Wir scouten ihn ja sowieso schon. Stellungsspiel 16, Teamwork 17, Zielstrebigkeit, Mut, Einsatzfreude, Aggressivität. Das ist alles echt gut. Tackling ist gut, Deckung ist gut, Kraft ist gut, Ausdauer ist gut. Eigentlich ist er die perfekte Lösung. Als defensiver Mittelfeldspieler und als ballerobernder Mittelfeldspieler. Das haben wir ja sowieso. Wir haben hier Lehmann zum Beispiel in der Aufstellung. Also eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, wenn wir ihn verpflichten würden. Wir warten erstmal ein bisschen ab. Ich gucke mal ganz kurz, wer Interesse hat. Es gibt noch keine Angebote für einen Transfer. Starkes Interesse geht von Hull City aus, von Sassuolo. Auch Lyon ist interessiert. Ja, es könnte eine gute Wahl irgendwo theoretisch sein. Ich weiß nur nicht, ob Tioté wirklich so realistisch ist. Und wirklich jung ist er auch nicht mehr. Das heißt, er hat nicht mehr so wirklich Entwicklungspotenzial. Er könnte ja der erfahrene Ersatz für Matze Lehmann sein.
Ein bisschen jünger als Matze Lehmann ist er ja schon. Also von daher könnte das noch irgendwie im Bereich des Möglichen sein. Ja, Marco Höger hat sogar noch ein Tor erzielt und dann hat er sich verletzt. Das ist ärgerlich. Naja, auf jeden Fall trainieren wir im Moment die Fünferkette, weil, wie gesagt, sie hat mir gefallen im Spiel gegen Hannover. Und ich glaube, da ist tatsächlich Potenzial drin. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir das auch sehr, sehr häufig in der Bundesliga einsetzen würden. Da kam ja die Frage, ob ich A, die Taktik nochmal zeigen kann. Also das ist die Taktik. Schön merken, Stoßstürmer, hängende Spitze, nach innen ziehende Angreifer und so weiter und so fort. Am besten einfach mal pausieren und dann gucken. Und Anweisungen sind diese hier. Auch hier mal pausieren und dann angucken. Ich habe nicht sonderlich viel gemacht. Ich habe eine flexible Dynamik. Ich habe ein normales Tempo. Also ist eigentlich alles normal. Pass in die Tiefe, da bin ich mir nicht so sicher. Eventuell werden wir das rausnehmen. Aber ansonsten wäre das die Taktik gewesen. So, ich würde sagen, wir simulieren einfach weiter. Ich überlege noch währenddessen, ob Cheick Tiote eine Idee wäre. Ach, Cleverly wäre die bessere, wahrscheinlich die bessere Wahl, aber der ist leider viel zu teuer. Evandro, Mittelfeldspieler, 825k, sieht gar nicht so schlecht aus. Professioneller Kader, gute Verpflichtung. Wie sieht er denn von den Werten aus? Er wäre eher ein vorgeschobener Spielmacher. Und im zentralen Mittelfeld auch. Ballannahme ist gut, Passen ist gut, Technik ist gut. Ja, das wäre zum Beispiel auch eine Option. 1,6 Millionen Wert und er würde für 825k zu haben sein. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann hätten wir, ja, dann wäre Jojic quasi obsolet. Ich weiß nicht so recht. Macht das Sinn? Und wir hätten zusätzlichen offensiven Mittelfeldspieler. Es ist eine Überlegung wert, tatsächlich. Evandro ist eine Überlegung wert. Er hat echt ganz gute Werte. Müssen wir mal echt ganz kurz genauer schauen. Nervenstärke 16, Übersicht 14, Teamwork 13, Technik 15, Passen 16, Ballannahme 15. Aber am interessantesten ist er eigentlich als ZM. Oder für mich am interessantesten als ZM. Und da hat er auch eigentlich ganz gute Werte. Übersicht. Weitschüsse sind auch in Ordnung. Also er hat auch in den anderen Sachen, ist er eigentlich gar nicht so schlecht. Schnelligkeit ist sogar noch im Rahmen, ist überdurchschnittlich. Spielt bevorzugt Flankenwechsel, schneidet den Ball an, bestimmt das Tempo. So einen Spieler brauchen wir eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Schlechter Absprung, das habe ich jetzt nicht gesehen in den Attributen. Sprunghöhe 8, ja. Aber dafür haben wir ja jemanden dann daneben, also vielleicht ein TOT zum Beispiel. Also so schlecht fände ich das nicht. Und für 825k ist das eigentlich ein Schnäppchen. Es ist eigentlich ein Schnäppchen. Die anderen sind nicht sonderlich besser. Hier dieser Ruben Amorim, der wäre vielleicht auch noch eine Idee. Der ist 31 Jahre alt, ist wieder ein bisschen teurer. Ist dafür auch verletzungsanfällig. Ich würde den mal gerne vergleichen mit Evandro. Ja, er ist im defensiven Bereich, ist eher stärker. Also hier grün und blau. Grün ist Ruben Amorim und blau ist Evandro. Aber ich glaube, ein offensiver Part wäre nicht schlechter. Also ich brauche ja eigentlich als balleroberndem Mittelfeldspieler zwar einen, der auch Verteidigung kann, aber der auch dann eben den offensiven Part, den technischen Part übernimmt. Den defensiven Part hätten wir ja eigentlich auch mit dem Lehmann-Ersatz. Also ich bin immer noch für Evandro, ehrlich gesagt. Und ich denke mal, das war jetzt auch einfach ein Angebot abgeben für Evandro. Und dann mal gucken, was da passiert. Und TOT werden wir jetzt auch mal anfragen, auch wenn der Scout-Bericht noch nicht fertig ist. Ich bin mir nicht sicher. Er könnte eventuell auch einfach nur ein schlechter oder ein etwas besserer Lehmann sein. Wir vergleichen den mal ganz kurz mit Lehmann.
Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Matze Lehmann. So. Grün ist TOT, blau ist Lehmann und man sieht, Lehmann ist offensiv stärker. Lehmann. Lehmann ist offensiv stärker. Ansonsten defensiv ist TOT eine ganz schöne Wucht. Ist 3 Jahre jünger, höheres Tempo, mehr Physis, mehr Verteidigung, mental gleich. Eieiei. Attribute im Vergleich. Tatsächlich ist Lehmann bei den offensiven Sachen ein bisschen stärker. Wobei, hier ganz ehrlich, Abschluss, Ecken, Elfmeter, Freistöße, das ist jetzt nicht unbedingt wichtig. Tackling ist Lehmann ein bisschen besser. Weite Einwürfe, Weitschüsse. Also, Lehmann hat mehr Flair. Flair ist eigentlich das so, ja, wie soll man es sagen? So die Kreativität und so weiter. Ich weiß nicht. Also wenn ich mir das so ansehe, bin ich nicht mehr ganz so überzeugt. Übersicht ist auch fürchterlich bei TOT. Er ist halt wirklich nur so ein kompletter, so eine Physisbombe. Also der haut sie alle weg quasi. Aber den darfst du dann nicht in die kreativen Aufgaben reinsetzen. Ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, TOT, 3 Millionen. Er ist 6 Millionen wert. 3 Millionen ist auch ganz schön viel, wenn ich ehrlich bin. Also so richtig überzeugt bin ich da auch nicht. Eventuell hätten wir eine Möglichkeit, auch Spieler auszuleihen. Eventuell wäre das eine Idee. Aber hier sind auch nicht sonderlich viele gute dabei. Kiko Garcia. Ja, sowas braucht man nicht. Quater. Nee, sowas braucht man nicht. Also wenn dann... Wir warten erstmal ab. Wir warten erstmal ab. Eventuell Evandro. So, der will auch jetzt verhandeln. Werde Spieler saftige Gehaltserhöhungen zukommen lassen. Das derzeitige Durchschnittsgehalt. Werde Spieler auf bevorzugter. Ja, das sowieso. Werde Spieler zum Vizekapitän machen. Nee, das kann ich ihm nicht anbieten. Es tut mir leid. Werde Trainerteam verbessern, das können wir machen. Und folgende Bereiche verstärken. Verteidiger, ja, das können wir auch machen. Ich mache einfach mal vorschlagen. Ja, okay. Da müssen wir mal sehen. Corinthians, Sao Paulo haben auch ein Angebot abgegeben. Okay. Okay, dann hätten wir auf jeden Fall erstmal ein Angebot für Evandro. Eventuell reicht das schon als Mittelfeldspieler. Vielleicht sollten wir uns dann auf die Verteidigerposition konzentrieren. Aber auch hier sieht man schon, hier ist nicht unbedingt viel dabei, was man irgendwie verpflichten könnte. So, er möchte 41,5k Gehalt. Empfohlenes Limit ist 35k. Also, da können wir sogar noch weniger. 33k ist viel. Also, der will echt viel Geld. Ersatzspielerprämie, Qualifikation für die... Ah, ich bin mir nicht sicher. 32k, wir bieten nochmal 33k. Geht ein bisschen runter. 33,5 hat er angenommen. Ja, dann verpflichten wir ihn. Ich meine, für 800k kann man da jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt viel verkehrt machen. Von daher ist das in Ordnung. Hier machen wir das gleich. Trainingsfrei vor Spieltag machen wir auch rein. Und Bech bestätigt den Wechsel. Ach du Schande. Okay. Der Transfer von Bech kann nun abgeschlossen werden. Es werden 2,95 Millionen vom Transferbudget von Köln abgezogen, das insgesamt 5 Millionen beträgt. Da hätten wir jetzt einen neuen Flügelspieler noch zusätzlich. Also wir hätten einen zentralen Mittelfeldspieler, hätten wir uns angeeignet. Und ja, und dann noch einen Flügelspieler, der aber nicht unbedingt Stammspieler sein wird wahrscheinlich. Er wird Rotationsspieler werden, aber er hat ein Potenzial, dass er sich entwickelt und ich kann mir gut vorstellen, dass er gut ist oder dass er gut sein wird. Die Werte sprechen eigentlich für ihn, hat einen guten Antritt, hat eine solide Schnelligkeit. Also ich bin eigentlich überzeugt davon, deswegen sage ich mal akzeptieren. Uffe Bech ist jetzt ein Spieler von uns. Wird wechseln, wir sind noch an Evandro dran und dann gucken wir mal, was da eventuell tatsächlich noch so geht mit den anderen Spielern. Also hätten wir noch einen Ersatz für Risse gefunden, was gut ist, was sehr, sehr gut ist, denn da waren wir ein bisschen unterbesetzt. Also von daher bin ich da auf jeden Fall schon mal zufrieden.
Schmatke zufrieden, Bech-Deal unter Dach und Fach gebracht zu haben. Außerdem, Uffe Bech, das passt auch eigentlich zum Bild vom 1. FC Köln. Jörg Schmatke ist ja eigentlich in der Realität unser Manager, bei uns jetzt natürlich auch, aber ich mache ja im Grunde das, was er eigentlich macht. Und Schmatke verpflichtet gerne von Hannover 96 Spieler, das muss man dazu sagen. Und da passt Uffe Bech eigentlich ziemlich gut ins Bild. So. Wir lassen einfach TOT noch mal ein bisschen weiter scouten. Mal gucken, was dabei rauskommt. Eventuell ist das ja doch noch eine Möglichkeit. Ansonsten lasse ich erstmal die Finger von ihm und konzentriere mich dann eher auf Evandro. Der ist nämlich ein bisschen günstiger, was mir ein bisschen besser gefällt. Und ja, hier haben wir auch schon gegen Wiel 4-1 gewonnen. Also die Fünferkette funktioniert einigermaßen gut, auch gegen unterklassige Gegner zumindest. Also brauchen wir uns da nicht unbedingt viele Gedanken machen. Und ich denke mal, dass wir im nächsten Testspiel mal gucken, wie die 4-2-3-1 DM weit geht. Uffe Bech wird dann mal ausprobiert. Mal gucken, ob er was reißen kann. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. So, Jakob schlägt vor, die Premierliga zu scouten in Russland. Okay, dann werden wir die mal scouten. Mal gucken, ob da ordentliche Spieler bei sind. Ich hoffe es mal. Also ich glaube, aus Russland Spieler zu verpflichten, das geht noch einigermaßen klar. Außer es sind die reichen Vereine. Ich glaube, da wird es dann ein bisschen teuer, einen Spieler davon zu verpflichten. Aber ich glaube, so von den anderen Vereinen, abgesehen von ZSKA, Dnipropetrovsk und so weiter, sind die Spieler, glaube ich, relativ günstig. Und ich glaube, das könnte sich lohnen. Und ein paar gute Spieler haben die Russen ja durchaus. Also von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die Liga auf jeden Fall sich lohnt zu scouten. So, am anfälligsten gegen 4-1-2-3 DM weit. Sehr schön. Das werden wir nämlich spielen gegen Euskirchner TSC. Dann können wir das direkt mal testen, ob das auch wirklich so gut funktioniert. Und ja, hier sind Zusammenfassungen der Ratschläge zum Mitarbeiterstab. Der liebe Manfred Schmid sagt, wir sollen auf jeden Fall ein bisschen nachbessern, was die Trainer angeht. Das werden wir alles in Ruhe noch machen. U19 werden wir uns, glaube ich, eher im Verlauf der Saison kümmern. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir überhaupt so die Profi-Elf irgendwie an den Start kriegen und irgendwie fit kriegen einigermaßen. Und dann können wir uns immer noch auf das Wesen, auf das andere konzentrieren, sodass dann gute U19-Spieler oder generell Jugendspieler dann irgendwie nachkommen. Aber das ist alles eine Sache, eine ganz, ganz langfristige Sache, wo wir uns erstmal ein bisschen piano und dann mal schauen, wie es dann weitergeht. Neuwahlen bei Köln. Köln hat bekannt gegeben, dass im September Neuwahlen für den Präsident abgehalten werden. Der Verein wird bald eine Kandidatenliste erstellen. Also Werner Spinner wird sich wahrscheinlich nochmal zur Verfügung stellen, aber es wird nochmal Präsidentenwahlen geben. Da bin ich mal gespannt, ob er wiedergewählt wird. Ich hoffe es natürlich. Ich habe einige Bedenken über das Training zur Spielvorbereitung in den vergangenen Wochen. Ich glaube, dass das Team noch einiges an Arbeit investieren muss, um die jetzigen Formationen gut umzusetzen. Blablabla, Hauptaugenmerk im Moment auf die Spielvorbereitung zu legen. Ja, das sind wir eigentlich dabei. Spieltaktik wollen wir ja trainieren die ganze Zeit. Automatismen sollten wir hinterher auch noch machen, aber ich glaube, Spieltaktik ist erstmal der Main-Fokus. Eventuell machen wir hier nochmal Taktik im allgemeinen Training, aber dann sollte das eigentlich funktionieren. So, Uffe Bech hat auch sein erstes Tor erzielt. Sehr schön. Wir haben 5-0 gegen den Euskirchener TSC gewonnen. Also, es läuft. Also bisher haben wir in den Freundschaftsspielen eigentlich komplett überzeugt. Das sollte auch so sein, damit wir uns ein bisschen einspielen in die Taktik. Man sieht es auch hier, außer hier der Fauxpas gegen Pasching ist eigentlich alles ganz gut gelaufen. Und bis auf das Spiel gegen Wiel sind wir auch tatsächlich ohne Gegentor geblieben und haben viele Tore erzielt. Das ist so die Hauptsache, finde ich persönlich. So können sich die Spieler schon mal einschießen und ich hoffe, dass es dann eben dann auch letztendlich in der Bundesliga so genauso weiter funktioniert. Evandro bestätigt Köln-Wechsel. Das heißt, wir hätten unsere nächste Verpflichtung. 1,3 Millionen werden vom Transferbudget abgezogen und damit hätten wir eigentlich kein Geld mehr für weitere Verpflichtungen. Ich habe mal akzeptiert, das ist unsere nächste Verpflichtung. Wir sagen mal Lehmann, dass er ihn willkommen heißen soll und ich denke mal, das dürfte eine gute Verpflichtung sein. Wir haben einen kreativen Spieler hinzugewonnen. Einen Kreativen brauchen wir auf jeden Fall. Er kann ZOM, er kann ZM. Und
das auch noch mit der Rolle, die wir eigentlich haben wollen, mit dem vorgeschobenen Spielmacher in beiden Varianten und zurückgezogener Spielmacher kann er auch einigermaßen gut. Ich glaube, es ist eine gute Verpflichtung. Wir müssen ihn natürlich testen, wir müssen natürlich ausprobieren, ob es wirklich eine gute Verpflichtung ist, aber ich bin da eigentlich relativ zuversichtlich. Und damit hätten wir eigentlich wirklich kein Geld mehr für angemessene weitere Verpflichtungen. Also wir haben ja eben auf die Transferliste geschaut. Verteidiger sind eigentlich wichtig für uns, aber sind aktuell auch nicht auf der Transferliste drauf. Fabian Scheer wäre eine Idee. Der verhandelt gerade mit Monaco. Eventuell wird er dann auch auf die Transferliste gesetzt. Dann könnten wir auch nochmal mitbieten. Das wäre natürlich dann auch ein Kandidat, den man verpflichten könnte. Aber die anderen, wenn man sich das so ansieht, das sieht völlig uninteressant aus. Das sieht super uninteressant aus. Und was sollen wir damit machen? Ganz ehrlich, was sollen wir damit machen? Und wir haben nicht das Geld, dass wir von anderen Spielern, von anderen Vereinen, ohne dass die irgendwelche Freigabeklauseln oder sowas haben, dass wir da welche abwerben können. So, wir werden jetzt aber noch ein bisschen Transferbudget hinzukriegen, denn jetzt können wir die Mannschaftsprämien festlegen. Ich mache das eigentlich immer so, dass die Mannschaftsprämien niedrig sind, damit ich ein bisschen mehr Transferbudget zur Verfügung habe. Derzeit liegt es bei 750.000 und ja, mit diesen Prämien würden wir das ein bisschen erhöhen, 1,1 Millionen dazu kriegen, also 1,8 Millionen hätten wir dann noch zur Verfügung für eine weitere Verpflichtung. Aber ob das so passieren wird, weiß ich nicht. Vielleicht warten wir dann einfach auf den Winter. Vielleicht wäre das da besser, da eventuell jemanden zu verpflichten. Also 1,8 Millionen, da kann man sich was leisten. Kann man, glaube ich, auch einen ordentlichen Verteidiger kriegen, aber es sieht im Moment schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Es sieht echt schlecht aus. So, Spiel gegen TuS Koblenz. Da haben wir nur 1-1 gespielt, okay. Und Leonardo Bittencourt hat sich verletzt. Oh nein, oh, ist das ärgerlich. Genau er. Genau den, den ich als wichtigen Spieler... Ah, shit. Ah, das ist bitter. Das ist richtig bitter. Fußgelenkverstauchung 5 bis 6 Wochen. Gerade er. Gerade dann zum Beginn der Saison. Das ist natürlich richtig bitter. Jetzt müssten wir Rausch einsetzen. Könnten wir für Rausch... Naja, Rausch ist die beste Alternative für ihn. Das ist... Ah. Jetzt haben wir einen Ersatz für Risse geholt, ne? Mit Uffe Bech. Und jetzt verletzt sich der andere die andere Seite. Das ist super ärgerlich. Uffe Bech kann nicht so gut LM. Ah, sowas ist ärgerlich. Sowas ist richtig ärgerlich. Wie sieht's denn mit Risse aus? Risse kann das gar nicht, ne? Tja, da müssen wir wahrscheinlich mit Konstantin Rausch Vorlieb nehmen. Was ziemlich bitter ist. Ach, ärgerlich. Naja, so ist das Leben. Ich hoffe mal, dass er dann irgendwie zumindest nur 2 Wochen ausfällt. Dann ist er ein, zwei Spieltage, ist er vielleicht nicht dabei. Zum DFB-Pokal ist er nicht so wichtig. Da können wir auch mit Kuka Rausch überleben. Aber es wäre schon schön gewesen, wenn irgendwie zumindest die ersten 2 Spieltage, dass er da dann dabei wäre. Müssen wir mal abwarten, ob er bis dahin wieder einigermaßen fit ist. Trainiert natürlich jetzt nicht mehr mit. Das ist das eigentlich das Hauptproblem. Wäre schon schön, wenn er mittrainieren würde. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein Freundschaftsspiel gegen Vitoria Setúbal. Das werden wir natürlich auch noch mitnehmen. Und dann würde ich, glaube ich, auch die Folge erstmal beenden. Wir haben auf jeden Fall ein paar Verpflichtungen getätigt. Evandro ist gekommen, Uffe Bech ist gekommen. Damit hätten wir einen Ersatz für Riss auf der rechten Seite. Die linke Seite ist jetzt natürlich wichtiger, wäre natürlich jetzt wichtiger gewesen. Scheiße, haben wir ein bisschen verkackt. Aber naja, passt schon. Und Evandro, damit hätten wir einen kreativen zentralen Mittelfeldspieler dazu bekommen, was ich auch gut finde. Dann könnte nämlich, wenn Lehmann es nicht mehr packt, könnte Höger den zentral defensiven Part übernehmen und Evandro zusätzlich den kreativen, ein bisschen offensiveren ZM-Part. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee. Shelby. Ah, viel zu teuer. Viel zu teuer. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee. Und dann hätten wir, glaube ich, auch genug Mittelfeldspieler zur Verfügung. Hector könnte ja zur Not dann auch noch den defensiven Part übernehmen. Und mit Evandro, das gefällt mir schon ein bisschen besser, wenn Evandro dann eher immer den Kreativen übernimmt.
aber warten wir erstmal ab. So, das Spiel gegen Vitória Setúbal ist jetzt auch am Start. Wir haben 4-1 gewonnen. Guck an, Kuka Rausch hat sogar ein Tor gemacht in der 45. Minute. Anthony Modest in der ersten Minute direkt, 81. Dominik Heinz und Simon Zoller. Tja, krachender Kopfball, alles klar. Ja, ist doch in Ordnung. Also Hauptsache wir gewinnen die ganzen Freundschaftsspiele. Eins haben wir jetzt unentschieden, eins haben wir verloren. Das ist für mich in Ordnung. Und jetzt haben wir nur noch 14 Tage bis zum DFB-Pokalspiel gegen Ravensburg. Ich denke mal, diese Zeit werden wir jetzt mit Training auf jeden Fall noch nutzen. Wir gucken uns nochmal ganz kurz. Ja, Angriffsfokus rechter Flügel. Ja, klar. Wenn Leo nicht mehr da ist, dann wird das natürlich auf die rechte Seite verlagert, wo ein Risse spielt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Haben wir viel gewechselt? Ich hoffe mal, Manfred Schmid hat viel gewechselt. Ja, definitiv. Wer ist reingekommen? Osako ist reingekommen. Mavrei, Rittmüller sogar. Sörensen, Uffe Bech, Simon Zoller, Evandro. Ja, das passt doch schon. Also Evandro hat auch sein Spiel gemacht, hat auch sich ein bisschen eingespielt. Wahlfieber in Köln, alles klar. Der momentane Präsident Werner Spinner möchte eine dritte Amtszeit antreten. Ja, besser ist. Ansonsten tritt auch Alexander Werle an. Das ist natürlich auch ein Kandidat. Alexander Werle ist im Moment unser Manager für Finanzen. Der wird dann eventuell Präsident sein, aber ich denke mal, dass Werner Spinner tatsächlich wiedergewählt wird. Wir gucken mal ganz kurz, ist eigentlich Alexander Werle, der müsste eigentlich hier drin stehen, ne? Harald Schumacher, Ritterbach, Werle, Vorstandsmitglied, als Vorstandsmitglied steht da. Naja gut, dann wird eventuell der Vorstandsmitglied dann hochgezogen. Juli, wir machen noch einmal ganz kurz eine Simulation und in der Zeit verabschiede ich mich schon mal. Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was erreicht. Wir haben auf jeden Fall ein paar Neuverpflichtungen getätigt. Leo Bittencourt ist leider verletzt. Wir haben ein bisschen trainiert, was die Taktik angeht. So richtig prall ist es noch nicht. Wir sind noch nicht so richtig vertraut mit der Taktik, aber das kommt alles mit der Zeit. Kreative Freiheit ist mangelhaft. Ach du Schande. Was ist denn hier eingestellt? Ja, kreativer Spielen ist. Ja gut, das können sie noch nicht. Das müssen wir noch ein bisschen trainieren. So kreativ sind die noch nicht. Von daher müssen wir mal gucken. Eventuell nehmen wir das raus. Ich weiß nicht. Eventuell nehmen wir das raus und gucken einfach mal. Naja, gut. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen was erreicht auf jeden Fall. Und ich denke mal, das sollte auf jeden Fall auch für... Auf jeden Fall für die Folge genügen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und in der nächsten Folge geht's dann an den DFB-Pokal. Da werden wir dann gegen Ravensberg spielen. Mal gucken, wie wir uns da schlagen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao.